Hallo, in dem Video heute möchte ich euch zeigen, wie man beim Akkuschrauber den Bit ersetzen kann. Ihr könnt hier ein Bit sehen, womit ich Kreuzschrauben rausdrehen kann, und ich möchte das Ganze jetzt gegen ein Bit ersetzen, womit ich zum Beispiel hier in meinem Fall Torx-Schrauben mit rausdrehen kann. Ich habe die Möglichkeit, am Akkuschrauber die Drehrichtung zu verstellen. Momentan dreht er mit dem Uhrzeigersinn, das heißt, so drehe ich Schrauben rein und ich kann hier über den Verstellknopf den reindrücken, dann dreht der Akkuschrauber gegen den Uhrzeigersinn. Wenn ich gegen den Uhrzeigersinn drehe, kann ich mit der Hand das Bohrfutter festhalten, und zwar hier vorne und am nicht beweglichen Teil, halte das fest und drücke dann den Knopf, um die Bohrmaschine oder den Akkuschrauber zu betätigen, und dann öffnet sich das Bohrfutter. Den Bit kann ich dann entnehmen. Um jetzt meinen benötigten Bit festzukriegen, stecke ich ihn einfach rein, ändere die Drehrichtung vom Akkuschrauber und drehe dann das Ganze wieder zu, also betätige dazu den Knopf. Und schon habe ich mein Bit gewechselt. Das Gleiche könnt ihr auch per Hand machen, ihr könnt es also auch quasi aufdrehen. Dazu müsst ihr hier festhalten und könnt dann den Bit rausnehmen. Festdrehen tut ihr dann wieder in die andere Richtung. Bei stärkeren Maschinen würde ich empfehlen, es immer mit der Hand zu machen, weil hier sonst die Gefahr besteht, dass man sich beim automatischen Drehen irgendwo die Haut abschürfen kann oder die Hand verletzen kann. Also wenn ihr euch nicht sicher seid, macht es in dem Fall lieber, dass ihr den Bit mit der Hand losdreht und den Bit dann auch so einfach wieder wechseln könnt. Ja, wenn euch das Video gefallen hat, lasst einen Daumen oben da, ansonsten abonniert mich, dann sehen wir uns im nächsten Video wieder. Bis dahin!